Zuhörer und Zuschauer. Das Jahr 2014 liegt hinter uns und wir sind dabei, uns auf die für 2015 gesteckten Ziele zu konzentrieren. Um die Richtung zu behalten, ist es immer ratsam, die Vergangenheit nicht aus den Augen zu verlieren. Rückblickend können wir sagen, dass es allgemein gesehen ein sehr gutes Jahr war. Klimatisch war es für den Chaco ein außergewöhnlich gutes Jahr. Der Sommer sorgte fast überall mit ausgiebigen Regenfällen für gute Futter- und Wasserreserven für die Viehzucht und für die Milchproduktion. Was aber ein Nachteil für die Qualität der Erdnüsse war. Positiv fiel auch die Sesamernte aus. Auch die Wirtschaft verhielt sich stabil. Eine sehr niedrige Inflation und nicht allzu starke Währungsschwankungen und vor allem niedrige Zinslasten ermöglichten ein planmäßiges Arbeiten. Die guten Preise für Sesam machten diese Aquakultur zu einer interessanten Einnahmequelle, besonders auch für die Kleinbauern. Die Chia-Euphorie wurde zum Flop. Durch die Überproduktion ließ der unstabile internationale Markt die Preise total einbrechen. Im Milchsektor ließ der gute und stabil bleibende Milchpreis die Produzenten wieder optimistisch in die Zukunft schauen. Politisch gesehen war es ein Jahr, das nicht in ein paar Sätzen zu beschreiben ist. Im Land fanden keine größeren Wahlkampagnen statt und es gab auch keine besonderen Veränderungen in der Besetzung wichtiger Posten. Präsident Cartes versuchte, langfristige Strategien für sein Regierungsprogramm einzuführen, wodurch hier und da schon mal ein Machtgerangel stattfand. Vom Volk wird seine Politik im Großen und Ganzen noch mehrheitlich unterstützt, aber viele erwarten schon mal ein aggressiveres Vorgehen in der Bekämpfung der Korruption und der Kriminalität, und besonders gegen die Terrorgruppen wie EPP und AK. Die Freilassung von Arlan am 25. Dezember nach 267 Tagen Entführung drängt die Regierung, entschiedener vorzugehen. Aber auch die internationalen Ereignisse wirken sich bei uns aus, wie zum Beispiel das Handelsembargo gegen Russland wegen des Konfliktes in der Ukraine verursacht eine hohe Inflation in Russland, was sich jetzt schon negativ auf unsere Wirtschaft, das heißt Fleischpreise, auswirkt. Andererseits ist zu erwarten, dass die Amnestie zwischen USA und Kuba sowie die amerikanische Erdölpolitik den extrem linken Regierungen in Südamerika etwas Wind aus den Segeln nehmen wird, was wiederum den Produzenten und Unternehmern mehr Sicherheit gibt. Und besonders Sicherheit wünschen wir uns als Gemeinschaft, als Kooperative und Kolonie, weil wir viel investiert haben in Landkäufe, in Neubauten und in Verbesserung der Infrastruktur, aber auch in die Aus- und Weiterbildung von Nachwuchskräften, in die Gesundheitsbetreuung, in die Sozialarbeit und in die Nachbarschaftskooperation. Dabei gehen wir davon aus, dass die Arbeit mit den Nachbarn und die Vorbereitung von kompetenten Fach- und Führungskräften die nachhaltigsten Investitionen sind. Diese genannten Investitionen müssen aber auch getragen und erhalten werden, und zwar von denen, die jetzt produzieren und Einnahmen generieren. Diese Mitglieder, die oft noch beim Aufbau ihrer eigenen Existenz sind und dabei schon an ihre Belastungsgrenzen kommen und dennoch nicht in Gemeinschaft sind, verlieren, das heißt ihre Beiträge zahlen und bei der Kapitalisierung der Kooperative dabei sind, sollen auch hier einmal extra erwähnt werden. Manchmal fühlen sie sich als Packesel, wo nur noch mehr aufgeladen werden kann. Dann haben wir aber auch Personen unter uns, die einsam und alleine sind, die einen Misserfolg, eine Missernte, eine Trockenheit, ein Unglück, eine Krankheit oder den Verlust einer geliebten Person zu verkraften haben. Und diese brauchen den Rückhalt einer Gemeinschaft ganz besonders. Aber die Gemeinschaft braucht sie auch, um Werte wie Mitgefühl, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Solidarität und so weiter in die Praxis umzusetzen und um nicht undankbar zu werden und um nicht nur eine fordernde Haltung einzunehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir als Mennoniten in diesem Land einen Auftrag haben, meine ich, dass wir zusammenhalten müssen, um unsere Werte zu erhalten, ohne uns von den anderen abzuschotten, dass wir uns mehr integrieren müssen, ohne uns gleich zu vermischen, und dass wir mit den Menschen anderer Kulturen mehr zusammen machen müssen, statt nur vieles für sie zu tun. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Das sagte Jeremia zu den Israeliten in der Verbannung. Wie viel leichter sollte es uns, die wir in einem freien Land leben dürfen, fallen, dieser Aufforderung nachzukommen.
Wenn wir diese Aufforderung zu unserem Hauptziel machen, werden die anderen gesteckten Ziele eine neue Ausrichtung und einen anderen Stellenwert bekommen. Ich wünsche uns allen Weisheit, das Richtige zu tun und ein gesegnetes Jahr 2015.